Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Evoland 2 auf dem Konfi-Kanal. Und ich würde sagen, wir werden jetzt zum Millionär und unterhalten uns noch vorher mit den anderen hier. Ein wirklich fesselndes Spiel, ob ich besser aufhöre oder ob ich weiterspielen soll. Offenbar gibt es jede Menge Gewinnchancen. Aber warum nur so wenige Gewinner? Oh nein, ich habe schon wieder meine ganzen Ersparnisse verspielt. Beim nächsten Mal habe ich mehr Glück. Dann muss man auch noch Geld setzen, oder wie? Irgendwann gewinne ich doch und dann bin ich reich wie Madame de la Mare, da bin ich sicher. Fast hätte ich diesmal gewonnen. Ja, irgendwie scheint das nicht ganz sauber hier zu sein. Schauen wir uns das mal an. Ihr wollt 100 Millionär spielen? Das macht 10G. Ja, komm, das geben wir uns. Wollt ihr die Regeln wissen? Ja. Ganz einfach, auf dem Tisch liegen 9 Karten. Ihr müsst jeweils 2 davon gleichzeitig umdrehen, ohne dabei die Karte tot zu erwischen. Wie viel ihr gewinnt, richtet sich nach der Anzahl eurer umgedrehten Paare. Ihr dreht alle 4 um. Bingo! Ihr gewinnt 1 Million G. Ob man das wirklich gewinnen kann? Wollt ihr die Regeln wissen? Ne, kennen wir ja jetzt schon. Ich dachte schon, ich müsste mich jetzt durch einen Wissensquiz schlagen. Okay. Und... Bingo! Wir gehen ja gleich beim ersten Paar hier. Okay. Okay. Ja. Shit. Oh, so ein Pech. Fast hättet ihr es geschafft. Aber 5 bekomme ich wieder. Ja, komm, das muss doch machbar sein. Okay. 2. Ja, komm. Bis 150 können wir spielen. Ah, fuck. Das ist natürlich auch eine Glückssache, ne? Das ist klar. Okay, bis jetzt noch keine Doppelten, ne? Hier war das und hier war das. Okay, also kommen wir zumindest hier und hier. Das Blaue hatten wir auch schon hier. Und nur einer von den drei ist jetzt der Tod, okay. So. 50-50 Chance. Komm, lass mich einmal Glück haben. Fuck! Ah, wir haben unseren Einsatz wieder. Ich möchte das jetzt schaffen. Wir machen das jetzt so lange, bis ich das geschafft habe. So. Okay. Die drei hier oben waren safe. Das war grün, blau und hier drüben haben wir orange und hier ist tot. Okay. Boah. Ich möchte das schaffen. Mann. Blau, grün, okay. Hier ist blau. Gut. Hier ist braun, orange. Das war das Grüne. Fuck. Irgendwie ist der voll oft unter dem unter der Karte. Ich muss mal die Karte weglassen. Braun, orange, blau und tot. Ich möchte das schaffen, komm. Grün. Braun. Grün, okay. Blau und... Boah, fuck. Da steckt aber auch das öfteren Mal, oder wie? Grün, braun, grün, okay, ne, scheiß ob's. Grün und grün. Braun und braun, okay. Orange und orange. Blau, so, das war klar, unter ein von diesen beiden ist jetzt der Tod. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ach, komm. So. Unter der oder der steckt der Tod meistens irgendwie. Dann ist das so eine... Ja, meistens. Nicht immer. Meistens. Und wenn ich das die ganze Folge mache. Shit. Ich hatte schon zweimal die 50% Chance und hab's vergeigt, ey. Ah, Mann. Jetzt haut das nicht mehr hin, dass die an den gleichen Stellen ist immer die Karte. Okay, braun, grün, grün, so. Orange, blau. Blau, ja, so, blau, blau. Orange, hier oben war braun, ne? Oh nein. Ich möchte es jetzt schaffen, tut mir leid, aber... Oh, fuck. So.
Blau, grün, okay. Braun. Und in der Mitte ist der jetzt immer der Kriepel. Braun, braun, okay. Und tot. Wie viel Geld haben wir noch? 250, unser Geld wird bald knapp. Wir können bloß noch 100. Es sei denn, wir gehen wieder arbeiten, aber... Grün, okay. Blau. Nee, hier war orange. Und hier war blau. Braun und... Oh mein Gott. So, braun, grün. Orange, braun. Braun war in der Mitte. Naja, haben wir schon mal zwei Gold. Grün war hier. Orange war hier. Nein. Ach. Komm. Braun, grün. Das war hier noch nirgends. Das war blau, orange, grün. Braun, wo war braun? Ne, ich hab's vergessen. Hier war braun. Die, die und die sind safe. Grün. Ne, war hier nicht, aber hier irgendwo war grün. Hier war grün. So, die beiden hier oben sind auch safe. Und ich hoffe, ich wieder den Tod. Das ist doch so... Boah, ich habe auch nie Glück in meinem Leben. Boah, braun, so. Blau und grün. Ich hab's schon wieder vergessen, was war hier oben? Orange und grün. Blau war hier. Okay, orange. Bitte, bitte. Es geht, es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Das ist machbar. Ich weiß nicht, ob das so programmiert ist, dass man das halt immer beim letzten Mal versaut, weil eine Million wäre schon ganz schön OP, wenn man dann eine Million hat. Was war hier? Blau, braun, orange war das. Orange war da auch irgendwo hier. Ich habe es überhaupt nicht drauf geachtet. Blau war hier. Das war grün und das war braun. Okay. Braun. Es war so klar. Ich zweifle jetzt wirklich, ob das überhaupt geht. Ja, komm. Braun, blau. Grün, orange. Grün. Ja. Grün war hier. Grün, so. Braun war, glaube ich, hier, ne? Das war blau und das war orange. Blau, blau. Orange. Nö, kein Bock mehr. Geht nicht. Nö. Nö, 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 wir haben jetzt schon 8 Minuten damit verbracht. Nö, geht nicht. Ich weiß sowieso nicht, man rennt hier mit irgendwelchen Hunderten rum. Ich glaube nicht, dass man dann eine Million kriegt. Das ist bestimmt so gemacht, dass man spätestens beim letzten versagt. Keine Ahnung. Ich schlafe hier. So, die hat wieder Aufgaben für uns, aber wir haben ja genügend Geld, um noch die 150G aufzutreiben hier. Und, habt ihr die 150G? Natürlich. Ah, Glückwunsch, scheint, als hättet ihr euch ordentlich ins Zeug gelegt. Ich schätze, ihr wollt sicher so schnell wie möglich loslegen, was? Hier, nehmt diesen Schlüssel, damit könnt ihr durch die Kanalisation fliehen. Nichts zu danken, euer finanzieller Beitrag ist mir des Dankes genug. Schlüssel zur Kanalisation, das Aroma einer toten Ratte geht von ihm aus. Wie schick. Wir haben es geschafft. Endlich kommen wir raus aus dieser Stadt. Hab Dank, Fräulein Fina. Dank euch darf ich meinen Sohn wiedersehen und vielleicht ist es noch früh genug, mein Volk zu retten. Keine Ursache, Menos. Es ist doch selbstverständlich, dass man einander hilft, wenn man das gleiche Schicksal teilt. Das gleiche Schicksal? Wir Dämonen glauben nicht an Schicksal, nur an freien Willen. Tut mir leid, ich wollte euch nicht beleidigen. Es war nur eine Redensart. Macht nichts. Tut mir leid, dass ich so aufbraust war. Und schweigen. Kuro, ich glaube, ihr solltet die Führung bei unserer kleinen Expedition übernehmen. Wir führen jetzt die Expedition! Auf geht's. Auf geht's! Wartet! Nehmt dieses kleine Andenken von mir an. Mit dem Dank des Hauses. Okay. Treuabzeichen, genau der Art Gegenstand, der einem überhaupt nichts nützt. Klingt vielversprechend. Wunderbar.
Ja, ich hab's gesehen. Danke. Ich führe jetzt die Gruppe in die Kanalisation. Wo auch immer die ist. Geht das dann wieder hier unten rein? Haben wir da irgendwie noch einen Schlüssel gebraucht, um weiterzukommen? Ich glaube bald ja. Oh, genau. Schlüssel zur Kanalisation. Danke. Und ein Mario-Block. Geld, 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 Geld. Okay. Und das sind wieder solche Viking-Schlagen. Okay. Okay, das sind Erfahrungspunkte, ne? Komme ich hier irgendwie... Ne, da kann ich nicht hochspringen, ne? Ist der Licht... Der Lichtschein hier oder so komisch? Ist der bloß dem Mario-Block gerichtet, oder? Ach ne, das war die falsche, ne? Wie kann ich denn... Wie konnte ich den jetzt... Ah, mit Zap kann ich wechseln auf den anderen. Okay. Also, Abklingzeit. Abwarten. Und durch. Was haben wir denn hier? Das ist mein Schatz. Finger weg. Der Schlammassel. 650 Gold. Wow. Schön. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Hier haben wir unsere Kaution wieder bekommen. Sehr schön. So, was haben wir hier noch Feines? Ein bisschen Geld. Sehr schön. Wollte schon sagen, weil eine Kaution kriegt man doch mit. Das ist wieder bei der Wohnung. Wenn man eine Wohnung mietet, zahlt man auch Kaution. Wenn man wieder auszahlt, kriegt man die Kaution, wenn alles in Ordnung ist, wieder zurück. Ja. Endlich frei. Und Kuro, was nun? Heimkehren, Menos folgen, wie wär's mit einem Imbiss? Nach einem Magieliten suchen, Feinde töten... Ja, Feinde töten und EP sammeln. Auf keinen Fall! Wir können später Mobs formen, wenn wir weiter in der Geschichte fortgeschritten sind. Nun, was sagt ihr, Kuro? Nach einem Magieliten suchen. Aber natürlich, das ist es. Eine hervorragende Idee. Ich weiß zwar nicht, wie wir hier gelandet sind, aber es muss irgendwie mit dem Magieliten zu tun haben. Wenn wir einen finden, können wir vielleicht endlich nach Hause. Oh, wir müssen uns beeilen. Mein Vater wird sich schon Sorgen machen. Aber wenn ich es mir so recht überlege, wenn der Magielit uns ermöglicht, durch die Zeit zu reisen, wäre er noch gar nicht geboren. Wenn wir also in die Zeit vor unserem Aufbruch zurückkehren... Ah, mein Schädel qualmt schon, weil ich in vier Dimensionen denken muss. Ich begreife euer Dilemma nicht, doch wenn ihr nach einem Magieliten sucht, findet ihr ihn nördlich vom Lager meines Vaters. Tatsächlich? Habt ihr das gehört, Kuro? Das ist unsere Fahrkarte für die Heimreise. Wir kommen mit euch, Menos. Natürlich nur, wenn es euch recht ist. Es wäre mir ein Vergnügen, Fräulein Fina. Allerdings weiß ich nicht, wie wir das Lager meines Vaters unversehrt erreichen wollen. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken will, wurde die Mayenbrücke vom Imperium eingenommen. Aber vielleicht können wir sie doch überqueren. Brechen wir gen Norden auf. Sobald wir dort sind, sehen wir weiter. Eure Stärke wird uns zum Vorteil... Was? Gereichen? Super Mario? Dann nichts wie los. Ja, ab nach Norden, also gehen wir erstmal nach links. Erstmal in den Westen rüber. Okay, gut. Weltkarte, schön. Wir sollen in den Norden, also gehen wir erstmal in den Westen. Hier ist nämlich eine schöne Höhle, ich will mal in die Höhle. Was ist in der Höhle? Hefas Schmiede, das möchte ich mir anschauen. Das sieht cool aus. Kann ich die Dinger kaputt machen? Nee. Das sieht hier echt cool aus. Und hier ist doch irgendwo einer. Hier hackt doch einer, ne? Ah ne, hier der Schmied halt. So, und da geht's noch weiter hinter in die Höhle. Und hier ist sogar eine Minecraft Crafting Table aus Minecraft. Cool. So, grüß dich. Mich zu belästigen ist Zeitverschwendung. Ich habe nämlich keine Waffen zu verkaufen. Ich fertige nur ganz besondere Waffen, müsst ihr wissen. Solche Waffen können aber nur aus Orikonerz geschmiedet werden. Haben wir eins. Habt ihr etwas Orikon abgebaut? Oh, dann lasst mich etwas daraus schmieden. Was soll ich für euch anfertigen? Okay, cool. Gürtel, Stiefel, Schwert, eine Rüstung. Komm, eine Rüstung. Soll ich Orikon-Rüstung für euch schmieden? Um diesen Gegenstand herzustellen, brauche ich 5 Stück Orikonerz. Okay, haben wir nicht. Ja, was brauchst du denn für das andere? Also wir müssen Orikonerz sammeln und kommen dann zu dem hier. Gürtel braucht er 2. Ich denke, mit einem werden wir allgemein nicht weit kommen. Gürtel 2, okay. Rüstung, ja.
Ich weiß, ich habe mich verdrückt. Ja, komm. So, Stiefel sind 3 Stücke. Ja, und das andere ist bestimmt auch noch. Ein Schwert kriegt man auch nicht mit einem Herz hin. 4 Stücke. Okay, also wir haben einfach noch nicht genügend Erz. Gibt es hier hinten vielleicht irgendwo noch eins? Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier sind viele Töpfe und viele Truhen. Orikonerz, ein seltenes Erz, aus dem mächtige Ausrüstung gefertigt werden kann. Na, welche Überraschung. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass wir jetzt noch eins finden. Komm, wir nehmen das gleich mit und machen uns noch den Gürtel. Ein bisschen Rüstung kann ja nie schaden. Wer weiß, was noch auf uns zukommt. Ein Schwert haben wir ja. So. Ja, komm, den Gürtel. Ja. Also dann los. Komm. Hopp. Mach hin. Fertig. Orikongürtel, ein atemberaubend ultimativer Gürtel. Trauma verziert. Mit Verlaub, das ist Handwerk vom Feinsten. Kommt ruhig wieder, wenn es andere Gegenstände gibt, die ich für euch schmieden soll. Sehen wir den jetzt? Ne, wir sehen den nicht so wirklich. Ja? Müssen wir den irgendwie anlegen? Wir haben den automatisch angelegt. Unsere Rüstung ist jetzt, unsere Verteidigung 23. Ich weiß nicht, wie hoch die vorher war. Ob die vorher niedriger war oder ob wir vielleicht noch auf das Schwert oder so hätten sparen sollen. Aber scheiß drauf, wir nehmen mit, was es gibt. Ich denke mal, wir werden ja noch mehr Orikonerz finden. Oh, Lichtung, da wollte ich gar nicht hin. Gibt es hier was Interessantes? Sieht aus wie eine Pokémon-Event-Insel oder so. Aber ich glaube, auf die ganzen Dinger hier werden wir später noch hinkommen. Dann ist hier drüben ja noch was. Dann geht's hier... Sera ist hier. Dann geht's hier runter in die Gebirge. Dann... Wenn wir von da sind wir gekommen, ne? Dann geht's hier hoch, gen Norden, wo wir hin sollen. Das sieht schon... Mayenbrücke so ein bisschen... Minusmäßig aus. Und wie es auf der Mayenbrücke aussieht, das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Bis dann.